Eine Fußball-EM ist ein prima Zeitpunkt, um unangenehme Dinge anzukündigen, denn dann bekommen sie viele erstmal nicht so richtig mit. Und so ist es vermutlich kein Zufall, dass zahlreiche Stromversorger die vergangenen Wochen genutzt haben, um Preiserhöhungen anzukündigen. RWE etwa verlangt ab August bis zu 6,7% mehr für Strom. Auch die NBW schlägt drauf und die Energiewende, so viel ist sicher, wird die Preise weiter nach oben treiben. Aber es gibt ja angeblich Alternativen, die Billigstromanbieter. Wer wechselt, so das vollmundige Versprechen, kann locker ein paar hundert Euro pro Jahr sparen. Aber Vorsicht, das ist schon mal gründlich schiefgegangen. Tja, wechseln ist ein Klacks mit Deltafax. Von wegen Klacks. Wer wechselte, schlitterte ins größte Insolvenzverfahren der deutschen Geschichte. Über 700.000 Deltafax-Kunden verloren Geld. Der Schaden hunderte Millionen Euro. Der Energieversorger kaufte den Strom zu teuer ein. Eine Zeit lang funktionierte das, solange immer neue Kunden kamen und ihren Strom im Voraus zahlten. Doch das gigantische Schneeballsystem brach eines Tages zusammen. Wer jetzt Geld zurückverlangte, ging leer aus. Diese beiden Unternehmensberater prophezeien, schon bald könnten weitere Billiganbieter pleite gehen, mit drastischen Folgen. Das Geschäftsmodell der Discount-Anbieter im Strommarkt ist nicht profitabel. Und das kann für Kunden bedeuten, dass im Fall einer Pleite auch Geld verloren wird. Deltafax ist pleite. Andere machen weiter, locken Kunden mit Niedrigstpreisen. Doch die sind laut Unternehmensberatung A.T. Kearney längst unrealistisch. Denn den Großteil des Strompreises machen Steuern, Abgaben und Netzentgelte aus. Sie sind für alle Unternehmen regional gleich. Auch bei den Einkaufspreisen gibt es nur noch wenig Spielraum. Wer also Strom extrem billig verkauft, macht oftmals miese. Beispiel: Eine Familie in Hamburg verbraucht 4000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Sie zahlt dafür 950 Euro. So viel verlangt derzeit der städtische Versorger Hamburg Energie. Von diesen 950 Euro muss der Versorger rund 480 Euro Steuern und Abgaben zahlen, rechnet Hanjo Arms uns vor. Außerdem werden 230 Euro für die Netzdurchleitung fällig. Und rund 240 Euro kostet die Beschaffung von Strom. Dann bleibt unterm Strich hier schon null übrig. Und das vor Berücksichtigung der ganzen internen Kosten, wie Vertriebsaufwand, um die Kunden zu akquirieren, Verwaltungskosten, aber auch Abrechnung und IT-Systeme. Und das bringt die Marge deutlich in den negativen Bereich. Trotzdem liegen etliche Tarife deutlich unter 950 Euro. Der Kampf um Kunden und Marktanteile ist knallhart. Wachstum wichtiger als Gewinn. Immer neue Kunden werden gelockt, die neues Geld bringen. Dafür greifen viele Discounter tief in die Trickkiste. Erster Trick, der Bonus. Häufig versprochen, aber nicht immer ausbezahlt. Auch Christian Knerr hat sich so locken lassen. Als Neukunde sollte er 135 Euro Bonus gutgeschrieben bekommen, nach einem Jahr. Doch bald erhöht Fleckstrom die Preise. Knerr kündigt, aber zu früh. Fleckstrom verweigert den Bonus. Das war vereinbart und eigentlich ein Vertrag, wo solch ein Bonus vereinbart ist. Da erwartet man auch, dass er eingehalten wird und sich so eine Firma wie Fleckstrom nicht hinterher dann irgendwie mit verwurstelten AGBs herausredet. Knarr ist kein Einzelfall. Viele Discounterkunden fühlen sich reingelegt. Denn ohne Bonus ist der Strom erheblich teurer. Dann sollte man lieber gleich mit offener Karte spielen, sagen, das ist unser Preis und nicht mit irgendwelchen Bonus auf Neukundenfang gehen. Zweiter Trick, die schnelle Preiserhöhung. 12 Monate Preisfixierung, nicht der Normalfall. Bei Christian Knarr stieg der Strompreis bereits nach 5 Monaten. Zwar gibt es dann ein Sonderkündigungsrecht, doch wer es wahrnimmt, verliert den Bonus und andere Vergünstigungen. Dritter Trick, die Kaution. Viele Unternehmen verlangen eine, bei Knarr 50 Euro. Das Geld wird zwar bei Vertragsende zurückgezahlt, es ist aber ein zinsloser Kredit ans Unternehmen und bei einer Pleite für immer weg. Vierter Trick, die Vorkasse. Kunden müssen oft für ein Jahr im Voraus zahlen.
Teldafax stopfte mit diesem Geld die Finanzlöcher, konnte nur so seine Dumpingpreise halten. Auch heute noch gibt es solche Vorkassetarife. Gefahr für die Kunden, bei einer Pleite geht Geld verloren. Fünfter Trick, das Strompaket. Die Kunden kaufen eine festgelegte Menge Kilowattstunden. Verbrauchen sie mehr, müssen sie richtig teuer draufzahlen. Verbrauchen sie weniger, bekommen sie kein Geld zurück. Sechster Trick, Gratisstrom. Die Masche mit den Freikilowattstunden funktioniert ähnlich wie der Bonus. Die Kunden erhalten im ersten Jahr eine bestimmte Menge Strom umsonst. Das senkt den Preis, bei Knarr immerhin um 56 Euro. Aber eben nur im ersten Jahr. Im Vergleich sehen solche Tarife super günstig aus. Auf Dauer sind sie meist teurer. Jahrelang sind viele Anbieter mit diesen Tricks gut gefahren. Mit ihren Billigangeboten bekamen sie immer neue Kunden. Doch funktioniert das Wachstum auf Teufel komm raus noch? Plus minus lässt renommierte Wirtschaftsprüfer die Bilanzen und Finanzdaten einiger Billiganbieter prüfen. Ergebnis? Der Versorger Extra Energie ist überschuldet, hat hohe Anzahlungen seiner Kunden erhalten und diese als Darlehen an seine Gesellschafterin weitergegeben. Bedenklich. Bei Fleck Strom haben die Kunden 58 Millionen Euro im Voraus bezahlt, aber nur 11 Millionen sind noch bar in der Kasse. Die erhaltenen Anzahlungen dienen ja dazu, den Kunden in den Folgejahren den Strom zu liefern. Und wenn diese Zahlungen als liquide Mittel nicht mehr vorhanden ist, stellt sich natürlich die Frage, wie die Fleckstrom AG diese künftigen Einkäufe überhaupt finanzieren möchte. In den Augen der Wirtschaftsprüfer ein bedenkliches Geschäftsmodell. Sie befürchten, wenn Fleckstromkunden ihren Strom künftig nicht mehr ein Jahr im Voraus bezahlen, sondern mit monatlichen Abschlägen, wie es Behörden und Verbraucherschützer raten, könnte es eng werden. Würden die Kunden von heute ab umstellen auf monatliche Vorauszahlung, wäre die Fleckstrom AG nicht in der Lage, mit der vorhandenen Liquidität die Stromlieferungen zu bedienen. Also die Fleckstrom AG finanziert sich im Ergebnis über die vorhandenen Anzahlungen der Kunden. Wir konfrontieren Fleckstrom mit der Analyse. Der Versorger sieht seine Sicherheit darin, dass noch genügend Geld aus offenen Rechnungen von anderen Kunden eingehen wird. Wir haben ja da auch entsprechende Aktivposten, die zu berücksichtigen sind. 83 Millionen an Forderungen gegen Kunden für Leistungen, die wir schon erbracht haben, für Strom, der schon geliefert ist. Noch dazu geht es Fleckstrom natürlich auch darum, für die Kunden einen guten Preis am Markt zu erzielen. Das heißt, wir haben ja auch schon Strom eingekauft in ungefähr achtstelliger Höhe, in achtstelliger Eurobetrag. Die Fleckstrombilanzen, viele offene Fragen und Risiken, so das Fazit der Wirtschaftsprüfer. Und was ist mit der Aufsicht der Bundesnetzagentur in Bonn? Sie darf den Energieversorgern die Ausübung der Tätigkeit untersagen, wenn die personelle, technische oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit nicht gewährleistet ist. Wie sieht sie das Geschäftsgebaren der Billigdiscounter? Dazu keine klare Antwort. Schon bei Teldafax reagierte die Behörde nicht, obwohl sich Hinweise auf die bevorstehende Pleite verdichteten. Den Schaden hatten die Kunden. Diese Untätigkeit kritisiert auch Uwe Pöls. Er betreibt im Internet einen unabhängigen Informationsdienst zum Thema Energie und prophezeit: Teldafax ist und war sicherlich kein Einzelfall. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Energieanbietern und Discountern am Markt mit erheblichen Risiken. Es wird voraussichtlich weitere Pleiten geben. Das befürchtet auch die Unternehmensberatung A.T. Kearney. Der vermeintliche Billigstrom. Für Kunden besteht das Risiko, bereits bezahlten Strom nochmals bezahlen zu müssen.